So, YouTube. Hallo und willkommen zu Worker and Resources. Ja, wir sind wieder da. Und sind immer noch am Bauen und Machen und Tun und hier und da. Langsam werden die Plattenbauteile auch weniger. Noch sind aber zu viele da. Ich könnte aber das erhöhen. Und dann sagen, den Abriss erlauben. Dann könnten wir das abreißen, dann könnten wir das dahin wieder auf normal laufen lassen. Weil ist halt echt dämlich, dass das hier keinen Anschluss hatte. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, dass das einen Anschluss hat. Sonst müssen wir das Ganze nochmal abreißen. Nur weil Millimeter fehlt und hier dann einfach so ein Poller drauf war, anstatt eine Weiche. Ja, so die kleinen Details. Ich habe auch mal angefangen, die Straße hier zu bauen. Dadurch kann dann auch endlich unser Radio gebaut werden. Genau. Das sollte ja hier hinter dem Rathaus kommen. Am Hauptbahnhof. Und dann haben wir hier schöne Plätze zusammen. Und hier fehlt Kies, nicht wahr? Ich würde sagen, wenn da Kies fehlt. Es wird zwar die Palmen da wegmachen, vielleicht, unter Umständen. Nee. Okay, sehr gut. Aber dann können wir das doch schon mal... Oh. Hier hinmachen. So. Besser. Dann sieht es auf jeden Fall ein bisschen mehr nach Innenstadt aus. Ja, eigentlich müsste auch hier das zu... Frage ist, ob mit Kies... Nee, mit Rollbahn eher, oder? Ich bin irgendwie so ein Rollbahn-Fan. So. Dann ist das auch zu... 93% wird also gerade fertig. Warten auf Müllabfuhr. Unser Tunnelbauer fährt wieder. Können wir mal verfolgen? Können wir mit ihm mitfahren? Es gibt ja andere Kameras. Hier fahren wir jetzt durch den Bahnhof. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, kann nicht gerendert werden? Oh, doch, kann gerendert werden. Okay, bei City Skylines fährt man einfach in einen dunklen Tunnel unter Umständen. Hier aber nicht. Hier fährt man in den Tunnel rein. Finde ich gut. Bin ich mal gespannt. Wow, wow, wow. Was unsere Bergbaumaschine hinbekommt, nicht wahr? Der Tunnel ist echt lang. Sehr lang. Wow. Da sind wir. Und hier musst du weitergraben. Aber es ist die Ausfahrt. Zack. Ja, nur das können wir sehen. Hier sehen wir, wie es sich dreht am Rand. Da bohrt er sich durch. Finde ich auf jeden Fall klasse. Sportplätze sind fertig. Das heißt, die hinten haben auch Sport. Kein Kindergarten. Oh ja, die haben hier hinten gar keinen Kindergarten, nicht? Doch, den da. Da kommt ihr auch hin. Da müsst ihr nur rüberlaufen, ihr Faulpelze. Oh nee, die kommen da nicht hin. Da fehlt der Weg hier. Und warum fehlt der Weg hier? Was ist hier? Nur die Schilder. Sind die Schilder das Problem? Ah, hier ist ein Weg. Das war das Thema. Shit. Aber wir schaffen's.
Vielleicht so. Sieht schon krumpelig aus. Kriegen wir das schöner hin? Nee, so richtig will es nicht. Ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Weil dann kommen die auch an den Kindergarten ran, ohne hier hinten rumlaufen zu müssen. Das sollte dann die Probleme da ein bisschen beheben. Schule haben die nicht. Stimmt, eine Schule haben die hier nicht. Okay, aber Kultur haben sie jetzt bekommen. Die machen wir ihnen noch ein bisschen günstiger. Da müssen auch nicht ganz so viele drin arbeiten. Und wir haben ja bessere Plattenbauwohnungen erforscht, nicht? Das heißt, wir können jetzt eigentlich alles bauen. Auch den Turm zum Beispiel. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. 90%. 96%. Wow. Okay. 93%. Sind irgendwie die gleichen, kann das sein? Ah, nicht ganz. 96. Wow, was ist denn das für ein Ding? Das sieht ja aus wie die Vereinten Nationen oder so. Prozent. Wie viel passen da rein? 272. 500! Eieiei, Skipalski. Aber der ist eher was für die Innenstadt. Prozent. Sag mal, ist es besser geworden durch die Forschung? Nee, oder? Weil das hier hat auf jeden Fall mehr... als vorher. 90% habe ich nie vorher gesehen. Oder ich habe es nicht anklicken können. Das kann natürlich sein. Hier auch 90%. Ich würde ja sagen, wir bauen 2, 3 davon hin. Passen 165 rein. So, und dann vielleicht das kleinere noch einmal. Kriegen wir das hier ran? Ne, kriegen wir nicht. Oder das größere lieber. So ist blöd. Die beiden gegenüber. Okay, dann machen wir das mit... gleich mit mehr Platz. Oder wir gucken mal, was haben wir noch? 125 Arbeiter. 287. Nochmal so eine große hier hinten. Wäre auch was. Finde ich irgendwie cooler. Und dann habe ich nämlich gedacht, wir machen mit der Straße ein bisschen was anders. Aktuell wäre die ja so gewesen. Ah, nee, 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 nee. So können wir nie die nicht planen. Ja, jetzt weiß ich wieder warum. Hier muss ja noch die Auffahrt hin. Okay, die kommen hier drüben ran, nicht? Die kommen nicht an die Autobahn direkt. Das wollen wir nochmal klarstellen. Machen wir das doch mal gleich. Die kriegen extra Anschluss hier drüben hin irgendwie. Wir brauchen mehr Micromanagement. Oh, das ist auch zu lang. Habe ich nicht gedacht. Dann vielleicht... Ah, so ist blöd. Keine Winkel. Kriegen wir es hin? Ja.
Ist doch nicht gerade. Was auch nicht schön. Das ist gut. Das passt. So. Jetzt haben wir einmal den hier, der will irgendwo hin. Und ihr hier wollt irgendwo hin. So, machen wir das mal so. Dann würde ich sagen, kriegst du einmal den Straight hier ran. Du hier, du dort. Und vielleicht machen wir den einfach da unten mit dran. Ist ja eh nur für die Feuerwehr, nicht? So, das heißt, die hängt schon an dieser Auffahrt mit dran. Das ist sehr gut. Die Auffahrt ist separat. Das könnte ein bisschen eng werden. Die können wir ein bisschen nach rechts führen. Die ein bisschen nach links eher. Und dann haben wir hier die dritte. Ich hoffe, das passt von den Abständen. Wasser, Abwasser, Strom haben die jetzt hier hinten, hoffe ich. Wir gucken. Wasser haben sie. Abwasser. Abwasser ist noch nicht fertig. Warum? Was fehlt für Abwasser? Stimmt, ich habe bei Abwasser aufgehört. Wir müssen noch den Abwasser... Abwasser-Dingsi bauen. Dann bauen wir den auf die Seite. Aber dann kriegen wir kein Problem, wenn wir den hier da anschließen. Genau. Dann können die das in Ruhe da anschließen und alles passt, nicht wahr? Haben wir das. Das Radio ist fertig. Da soll natürlich weniger drin arbeiten. Und Vorliebe für Propaganda gegen Religion machen wir ein bisschen hoch. Vorliebe für Alkohol wollen wir auch reduzieren. Sport ist okay. Pädagogisch. Sowjetische Propaganda müssen wir erst erforschen. Alles klar. Das reicht locker, wenn wir da nur so viele Leute drin haben. Aber es ist auch ein schönes Gebäude hier. So, dann haben wir hier einen richtigen historischen Stadtkern, nicht? Mit der alten Polizei, dem Rathaus, dem alten Radio, dem alten Bahnhof. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Den beiden Plätzen hier. Sehr große, freiflächige Räume. Warum ist denn die Pflanze, die immer... die Pflanze. Die Flamme, die ewig brennt. Warum ist die denn aus? Da ist sie. Okay, die ewige Flamme ist nicht so ewig. Bei Regen ist sie aus. Soll das so sein? Ich würde sie da nicht ewig nennen. Was sagt ihr? Krankenhaus funktioniert auch noch. Haben wir wieder eine Pandemie? Müssen wir was erforschen? Nö. Hier können wir auch nichts erforschen, außer Mülltrennung, die wir aber noch nicht machen. Hier können wir was erforschen. Luftverkehr, Tourismus. Ich würde mal die Rangliste für Parteimitglieder erforschen. Und das hier müsste abgerissen sein. Ja. Okay, die Überfahrt ist hier weg. Jetzt ist die Frage, kommen wir da ran? Das wird jetzt das ganz entscheidende, wichtige. Kommt man von hier irgendwo hier ran? Von der Schiene eigentlich, hier rüber. Ja, kommt man. Zumindest wenn man den Sachen traut. Dann kriegt das eine hohe Priorität. Und wenn es klappt, dann müsste ein Bauzug da auch mit rausfahren. So, dann können wir das hier wieder alles auf 26 packen und die Straße hier zwischen wieder
verbinden, dann können die das nämlich auch holen. Neuer Fahrzeugtyp, was bist du denn? Verlegekran, Bauzug. Okay, wartet. Stufe 35. Wir haben 70. Warum sollte ich den noch kaufen wollen? Hier ist noch der Tunnel am Arbeiten. Okay, ich glaube, es fehlen halt wirklich einige Sachen. So, wo fährt er hin? Okay, er macht wirklich die hier. Sehr schön. Weil dann können die in die Richtung das weiterbauen und die können in die Richtung das weiterbauen. Dann hätten wir das. So, was wir nicht haben, ist hier hinten der Anschluss mit den Wohnhäusern. Wir können die Wohnhäuser auch hier reinsetzen. Wir können aber auch erst die Überfahrt hier planen. Ich meine, die können alle durchaus über die Autobahn rausfahren. Wäre natürlich ein Umweg. Aber wir müssten das abreißen hier. Ja. Damit wir es nochmal neu planen können. Da bin ich mal gespannt, wie die da wunderbar rumfahren können. Ich denke mal, das wird klappen. Die werden hier wahrscheinlich abfahren. Im besten Fall. Und dann... Genau, hier abfahren. Und dann darüber. Der Bus fährt darüber. Ah, die Autobahn, man sieht, da fahren schon einige Autos lang. In diesem kurzen Stück hier unten. Hier können wir ja auch noch was hinbauen. Ah. Sehr gut. Wir kommen jetzt hier lang. Sehr, 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 sehr gut. Das ging nämlich vorher nicht. Ja, und durch das Radio ist jetzt auch die Innenstadt ein bisschen stärker zusammengewachsen. Jetzt fehlt nicht mehr ganz so viel. Ein paar Bäume würden hier fehlen. Ich glaube, hier so ein Stadtpark mit Bäumen, so Dschungel. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen zuwachsen lassen, würde ich sagen. Ein paar Büsche. Hier haben wir noch auch Palmen. Und irgendwie Palmensträucher haben wir doch hier irgendwo. Schlingelbaum, Busch, Palmensträucher. Oh. Hier wird auch nichts mehr hinkommen. Hier können auch Bäume hin, oder? Ja. Dschungelbäume und die Palmen hatten wir da, glaube ich, schon. Ein paar Büsche. Und noch andere Palmen. So. Das soll hier richtig schön dicht wachsen in der Innenstadt, dass wir da so einen Fleck Natur haben. Ja, der liegt wirklich im Dreieck, wo nichts ist. Normalerweise in Berlin oder so sind das Hundeauslaufwiesen, solche Sachen. Oder Skaterparks sind da ganz oft, nicht wahr?
Pflanzen immer noch leer, aber hier Pflanzen füllen sich. Die Arbeiter können arbeiten, Stoff füllt sich nur nicht. Die arbeiten das schneller weg, als wir es herstellen können. Weil die nicht genug Autos hier rüber schaffen. Hm, okay. Dürfte aber reichen, dass die hier genau dafür genug sind, um das zu befüllen. Andererseits, hier können wir Schienen bauen und zwei, drei weitere Bahnhöfe anschließen. Und die Industrien dafür wollten wir ja hier hinsetzen. Und die Lebensmitteleinwohner, die sollten von der hier rüberkommen. Das ist so das große Ziel. Wir haben fast 8000 Einwohner. 315 ohne eigene Wohnung. Ist das hier abgerissen worden? Nein. Immer noch nicht. 16 Tonnen Bauschutt müssen noch weg. Weil wenn das fertig ist, können wir hier auf jeden Fall Wohnhäuser hinzimmern. Ich glaube, die Studentenwohnheime, ja, die sind egal, nicht? Das reicht mehr als aus. Ja, und hier weiß ich nicht, wie ich lang gehe, aber ich würde schon eher hier hinter rumgehen. Vielleicht lassen wir die drei Autobahnen nochmal mit der. Die geht ja auch hier rum. Dass wir hier noch eine Querautobahn bauen. Hier fehlt eigentlich eine. Hier oben. Hier drüber. Ja, das ist ungünstig. Aber bisher haben wir auch kein Verkehrschaos. Also diesmal ohne Kreisverkehre, ohne Kreuzung. Ich meine, das hier ist theoretisch eine Kreuzung noch, aber es wird eigentlich ja eine Überfahrt mit Autobahnauffahrt. Aber stimmt schon, eigentlich ist es eine Kreuzung. Eigentlich wollen wir das so nicht. Wir wollten eigentlich immer nur T's haben. Gut, aber das ist ja theoretisch auch eine Kreuzung. Aber keine Kreuzung an schwerwiegenden Stellen in der Innenstadt oder so. Also T's machen sich auf jeden Fall besser für die Verkehrsfindung als Kreisverkehre oder Kreuzungen. So, wir haben die irgendwie Parteimitgliedsliste erforscht. Und dann würde ich sagen, erforschen wir als nächstes die Geheimpolizei. Das klingt doch nach was. Sind hier dadurch Forschungen freigeschaltet worden? Noch nicht. Weil manchmal, wenn man hier guckt, kriegt man nämlich dadurch auch andere Forschungen dann freigeschaltet. TV-Einfluss, Rundfunkeinfluss. Aber dafür brauchen wir erst die Geheimpolizei, ja. Die durchaus vielleicht zentral hier hinkommen würde. Hätte die genau in der Stadt so einen zentralen Punkt. Neben der Parteizentrale. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn das genau daneben wäre. Würde ich so machen, oder? Müssen wir nur auf die Forschung warten. Hier waren wir auf die Schienen. Uiuiuiui. Und dann lassen wir einen Zug nur von hier nach da drüben erstmal fahren. Und dann kriegen wir Kohle rein. Abwasser müsste stehen. Sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal gucken. Abwasser haben sie, Wasser haben sie, Strom haben sie. Alles aus einer Hand. Die kommen auch an alles ran. Abwasser, Strom, Wasser. Die kommen auch noch an alles ran. Strom, Wasser. Nee, am Abwasser nicht. Shit. Jo, nicht gut. Irgendwie ist auch der hier irgendwie tot, nicht? Ich könnte hier gar kein Abwasser... Achso, weil hier einer ist. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, der hier, von dem kann ich gar nicht mehr weitergehen. Ich kann nur noch hier ein Abwasserding hinsetzen.
Gut, aber ich könnte ja hier ein Abwasserding ransetzen an das hier. Oder halt nochmal weitergehen und hier nochmal ein Abwasserabzwacker hinpflanzen. Ja, das ist doof. Warum habe ich denn da nicht drauf geachtet? Wahrscheinlich sind es... Oder es ist wieder so ein Millimeter und leicht verrutscht. Das hatte ich schon mal. Ah. Ich hatte es erst auf der Seite geplant und dann einfach auf die Seite gebaut und nicht mehr drauf geachtet, dass der da hinten dann nicht mehr mit dran ist. Ja. Das lag an dem Weg. Weil ich den Weg in die andere Richtung wollte, damit das Rohr so ran kann. Hier wird er auch noch verbunden. Krass, aber hier halt nirgendwo, ne? Ja. Gut, müssen wir dann sehen. Ein Gebäude brennt. Ja, wir brauchen hier unbedingt eine große Feuerwehr. Das ist ein Thema, was ich schon lange angehen wollte. Wir haben im Süden keine Feuerwehr. Large Hospital, Feuerwache, Very Small, Feuerwache, Feuerwache, 400, 900, 2000, die hier eigentlich. Oder wir bauen die zentral mit hier hin. Weiß halt nicht, wie groß die Geheimpolizei wird. Dann hätten wir hier sehr viele Sachen, die sehr viele Einwohner bräuchten auf einer Stelle. Auch ungünstig. Wir könnten die hier hin machen. Dann würde sie die Industrien mitschützen. Dann wäre sie da aber besser. Andererseits ist hier eine Autobahnauffahrt dann. Das heißt, die kommt auch bis hier hinten vielleicht. Hier wollten wir auch eine Autobahnauffahrt machen. Also wäre sie hier vielleicht auch nicht so schlecht. Ich meine, da links haben wir aber eine Feuerwache, die für den Teil ist. Wir haben eine kleine da oben. Ja, so zentral. Wäre schon nicht schlecht. Aber Geheimpolizei wäre auch wichtig. Vielleicht machen wir die Feuerwehr hierhin. Geheimpolizei dahin oder Feuerwehr hierhin. Geheimpolizei dahin. Ey, Geheimpolizei passt schon hier besser. Dann warten wir, bis die erforscht ist und dann gucken wir uns das an dann. Oh, die ersten Brückenabschnitte sind gebaut. Auch gut. Ich habe doch irgendein Fahrzeug gekauft, um irgendwas irgendwo hin liefern zu lassen. Oder? Ich wollte ein Ölfahrzeug kaufen für die eine Tankstelle, ja. Gesamtkapazität. Oh, 25 Tonnen. Okay. Tankanhänger. Nur 9 Meter. Bin aber mehr so ein Fan von den kleineren hier. 41.000 kostet der auch. ...9 Tonnen. Den hier, den finde ich gut. Mehr brauchen wir nicht. Die Müllautos sind leicht kaputt. Wir können mal gucken, was gibt es denn da für neue Müllwagen. Eigentlich keine. Okay. Das hier ist weg. Lassen die mal wegfahren. So, nichts da. Sehr schön. Jetzt brauchen wir hier rüber. Eine Brücke. Na, vielleicht nicht ganz so krass.
Ja, das wäre zu wenig. Ich wünsche, man könnte halt nur das vorne wegnehmen. Das wäre schon cool. Vielleicht... Ah, der Parallelmodus ist das Problem. Ich glaube, das ist ein guter Winkel. Was nehmen wir denn wieder? Da kommt ja ein Zug eventuell. Müssen wir also auch bedenken. Und da fehlt wieder der Pfosten. Nicht gut. Na, eben war doch grün. So. 3, 6, 9. Da ist der Pfosten. Sehr gut. Winkel wollen wir auf 0 Grad. 3, 6, 9 und 55 Meter. Sehr schön. Dann wären wir auf der Seite zumindest drüben. Problem ist jetzt, die Abfahrt, die müsste ja hier losgehen. Ah, das vergesse ich immer. Eigentlich muss nicht die Straße, sondern immer die Autobahn drüber führen, nicht? Über die seitliche, weil sonst dreht sich das und das wird so super lang. Aber wir haben in die Richtung nur den Platz, nicht in die Richtung. Das heißt, wir müssen das hier wegreißen. Keine Ahnung, warum man das einfach nicht abgerissen hat. Und solange eine Umgehungsstraße zur Verfügung stellen, bis wir das gelöst haben, denke ich mal. So. Der eine Öldingsi ist da. So, du befüllst dich hier mit Treibstoff und entlädst dich hier mit Treibstoff und starten. Dann kriegt die hier schon Treibstoff, dann können die hier auch schon ranfahren. Noch ein Meilenstein erreicht. Dann würde ich sagen, geben wir hier Priorität auf jeden Fall rauf. Und man darf die kleinen Dinge auch nicht vergessen. Zack. Dann können wir hier nämlich Arbeiter endlich hinbringen. Dann wäre die Anlage betriebsfertig. Radio erzeugt auf jeden Fall Kultur und Glücklichkeit. Ich kann gar nicht runtergehen. Hä? Achso, Propaganda gegen. Okay, gegen, positiv. Alles klar. Wie weit sind sie hier hinten? Der Tunnel ist immer noch nicht fertig. 98%. Ja, die Tunnel sind schon krass auf jeden Fall. Jetzt ist Korn alle. Weil alle Felder gerade wachsen. Aber wir haben 16 Millionen. Bin mal gespannt, wie die Abrechnung nach diesem Jahr aussieht.
Müsste ja relativ positiv ausfallen. Okay, aber die kaputten Autos werden immer mehr zum Thema. Ich glaube, da können wir uns nicht mehr lange drum drücken. Könnt die zwar einfach ersetzen, aber das wäre super teuer. Wäre also nicht gut, wenn ich das mache. Weil dann zahlen wir einfach die Verschrottung, die wir durchaus in Ressourcen umwandeln könnten. Und natürlich alle anderen Probleme, die damit einhergehen. Ja, die bleiben ständig überliegen, nicht wahr? Die ganz alten. Ich meine, wie alt ist der? 24 Jahre. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Nächste Forschung. Rundfunkeinfluss. Den fände ich eigentlich gar nicht schlecht, deswegen erforschen wir den. Jetzt bauen wir so die zweite Brücke hier hoch. Dass es hier hoch und runter geht. Aber der Pfosten, der hier fehlt, nervt. Vielleicht reiße ich die nochmal ab. Unser kleiner Stadtwald. Ja, wächst auf jeden Fall. Sowas wie Attraktivität für die einzelnen Wohnviertel oder sowas insgesamt fehlt. Das wäre noch geil. So ein Overlay. Nicht, dass man sieht, okay, hier haben sie alles, hier wohnen sie ganz besonders gerne oder so. Das haben ja so Spiele wie City Skyline zum Beispiel, aber auch Theotown oder wie heißt denn das andere? Urbex City Builder. Genau. Aber da leveln halt die Gebäude dann auch auf Grundlage dieser Werte natürlich. Hm. 15% Arbeitslose. Hängen die Busse schon wieder fest? Nö. 17% Arbeitslose. Ja, wir kümmern uns ja. Ihr kriegt ja Industrien. Keine Sorge. Und ihr kriegt Schienen. Keine Sorge. Hier hinten wird auch fleißig gebaut. So, die Parallelstrecke ist auch fertig. Was ist denn hier für ein ekliger Huppel drin? Sieht irgendwie merkwürdig aus. So. Hätte man das nicht gerade bauen können? Naja. Bahnsignale. So, dann haben die dann eine Ausweichmöglichkeit. Achso, löschen geht nur darüber. So. Ah, löschen wollte ich doch. Sehr gut. So. Eigentlich sollten sie das hier weiterbauen. Achso. Ich habe ein Stück... Hä? Habe ich die andere Seite erwischt? Ah, ich habe die andere Seite erwischt. Alles klar. Und die hat nicht so hohe Priorität. So, dann kriegt die hier... Manchmal nimmt das nicht an. Hohe... Ah. Hä? Ich habe ganz sicher...
Hä? Ich habe doch ganz sicher den Baustart hier gemacht. Und alles auf hoch gesetzt. Bin ich so blöd oder... Haben wir geladen? Nee. Ist einfach weg. Hä, das hatte ich ja alles auf Starten gesetzt und hoch. Ganz, ganz sicher. Nicht abreißen. Merkwürdig. Das erklärt natürlich auch, warum sie das nicht bauen. Stau. Naja. Die warten halt hier immer, bis genug Kleidung rauskommt. Wobei natürlich dafür genug Stoff benötigt wird. Wobei dafür natürlich genug Pflanzen sein müssen. Geringe Fruchtbarkeit, aber dafür haben wir doch den Dünger. Alle haben 150. Wo ist denn die geringe? Die hier mit 147? Ach so, das Feld ist nicht angebunden. Okay. Hier habe ich vorhin aufgehört mit den Straßen, nicht wahr? Da hatten wir so ein bisschen Probleme. Das hier hat keine hohe Fruchtbarkeit, das ganz kleine, alles klar. Wo willst du hin? Und kommst du da nicht raus? Du darfst da doch rausfahren. Where's the problem? Ach so. Der ist hier und konnte nicht zurückfahren. Oh, das ist dumm. Das ist natürlich dumm. Der hat nur bis hier gebaut und dann hat er nur gedreht und dann ist er hier angeeckt, nicht? Er hätte irgendwie hoch und dann rückwärts fahren müssen. Ja, das geht natürlich noch nicht. Ja, die Baufahrzeuge sind immer so ein bisschen special, bis die einmal funktionieren. So. Glaube ich, dass das schon reicht? Nee, glaube ich nicht. Wir probieren es trotzdem kurz. Eigentlich müsste ich ja eher mehr hier wegreißen, nicht wahr? Wenn wir hier durchkommen... Ja. So, da haben sie hier eine Umgehungsautobahn so lange. Das müssen wir jetzt an allen Stellen machen, nicht? Hier dann eine Auffahrt, hier eine Auffahrt, hier eine ordentliche Auffahrt, hier, 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 da drüben auf jeden Fall, da auf jeden Fall, hier theoretisch, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, die lassen wir einfach hier mit ranfahren. Und hier kommt eine Auffahrt hin. Ja, und hier... Mal gucken. Mal gucken. Stadt im Nebel. Könnte fast London sein. Irgendwie haben wir so viel Geld, aber kommen langsam mal voran. Ich glaube, das liegt wirklich, weil die Schienen halt... einfach so viel länger brauchen und sich so verhaspeln. Schienen, deswegen bin ich immer nicht so der Schienenfan, nicht? LKW kann man so schnell einrichten.
Ah ja, er baut die letzte Brücke. Und mit dem Bussen hat sich komplett beruhigt. Die haben jetzt anscheinend einen recht guten Takt. Gut, sind auch gerade keine kleinen dazwischen, die irgendwie nerven könnten. Hier warten viele drin. Na gut, aber das wird sich dann aufklären, sobald die Schienen fertig sind. Ich würde sagen, wir lassen sie mal bauen und wenn wir das dann in Betrieb nehmen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis gleich.